Das anatomische Wunder. Meine Frau, das muss ich Ihnen mal sagen, das ist ein richtiges anatomisches Wunder. Ach ja? Kommen Sie her, kommen Sie. Ich zeig Ihnen mal ein Foto. Oh ja. Schauen Sie mal, das ist doch ein richtiges anatomisches Wunder. Oh mein Gott, anatomisches Wunder ist der richtige Ausdruck. Ja, das bringt natürlich auch Probleme mit sich. Das kann ich mir vorstellen. Ja, ich muss ja meine Frau überall hintragen. Zum Einkaufen, zum Röntgen, zum Schlachter, zum Einkaufen und vor allem zur Fußpflege. Meine Frau muss ja jeden Tag Dach für Dach zweimal zur Fußpflege. Ja, wieso denn das? Wieso muss es denn so oft zur Fußpflege? Na, schauen Sie sich doch mal Ihre Füße hier an auf dem Foto. Oh mein Gott, ja. Das habe ich ganz übersehen. Das sind die Launen der Schöpfung. Ja, das sind die Launen des Schöpfers. Mein Arbeitskollege, der sagte bei der Verlobungsfeier auch schon, der bei meiner Frau, der hat der liebe Gott zu tief ins Glas geschaut. Ja, ja. Aber es hat ja auch Vorteile, nicht? Zum Friseur braucht meine Frau ja nun nicht. Zum Friseur braucht Ihre Frau wirklich nicht. Ja, Haare hat sie ja nur unter den Schulterblättern. Aber Schulter hat sie wirklich zur Genüge. Ja, ja, das sehen Sie ganz richtig. Ich sage immer, wenn die Schultern meiner Frau alle Segelboote wären, dann müsste ich mir den Wannsee kaufen. Ja, oder stellen Sie sich mal vor, wenn es Wäscheklammern wären. Wieso ein Wäscheklammern? Na, dann könnten Sie eine Wäscheleine aufspannen von Spandau bis nach Tempelhof. Also was reden Sie denn da? Wäscheklammern, Tempelhof, das hat doch nichts mit meiner Frau zu tun. Na, regen Sie sich doch nicht auf, ich meinte doch bloß, es war doch nur ein Vergleich. Das ist doch wirklich an den Haaren herbeigezogen, das Zeug. Also, schon an Homburg habe ich mir selten bieten lassen. Sie haben doch selber gesagt, die Schultern Ihrer Frau sind Segelboote. Haben Sie doch selber gesagt? Ich zeig Ihnen ein Foto von meiner Frau und sie schwadronieren da was von uns spannend. Und dann bloß, sie sind eine ganz impertinente Person. Sie sind alle Haare herbeigezogen.